Netzwerkdynamik, Entscheidungsfindung, Physik, Biologie, sozioökonomische Systeme, Risiko, Ethik. Man hat manchmal das Gefühl, er ist auf der Suche nach einer Weltform. Und da saß ich halt in der Vorlesung drin und dann ein Kollege von mir, Mark Timmer, kam dann zu mir, ja, wow, Glückwunsch, du stehst hier an Nature. Und da habe ich einfach nur zu ihm gesagt, willst du mich verarschen? Herzlich willkommen bei Springtime Podcast, Kreativität, Motivation, Marketing, ganz breit gefächert. Heute spreche ich mit Professor Jan Nagler von der Frankfurt School of Finance and Management, vom Center von Human and Machine Intelligence, dem Head von der Deep Dynamics Group, einen ganz breiten Forschungsbereich mit, also ausgehend von Machine Learning, aber Netzwerkdynamik, Entscheidungsfindung, Physik, Biologie, sozioökonomische Systeme, Risiko, Ethik, alles beschäftigt den Jan. Und er hat auch regelmäßige Veröffentlichungen in der Nature. Cross-disziplinäre Erklärungsansätze. Man hat manchmal das Gefühl, er ist auf der Suche nach einer Weltformel oder dabei, sie zu finden. Heute geht es um ihn, Jan Nagler. Wie kommt er auf seine Ideen, seine Konzepte? Ein bisschen Untertitel ist dabei kreatives Genie zwischen Komplexität und Kreativität. Hallo Jan. Hi, grüß dich Florian. Genau, fangen wir vielleicht mit deiner Kindheit an und der Jugend. Wie kommt man auf die Idee, irgendwie Wissenschaftler werden zu wollen oder das zu werden? Wie war das früher? Oh, okay. Ja, als ich praktisch Abitur gemacht habe, habe ich mich sehr stark für Physik interessiert, aber auch für Psychologie, Musik. Ich habe dann überlegt, ja, Musik kann ich auch immer noch als Amateur machen und vielleicht bin ich auch gar nicht so gut. Und Mathematik hat mich auch interessiert. Da dachte ich mir aber, für Mathe, wenn ich Physik mache, kann ich vielleicht auch Mathe machen. Also habe ich mich einfach dafür entschieden, Physik zu machen. Und damals war das so, dass mich so Sachen wie schwarze Löcher, Kosmologie und so unglaublich interessiert haben. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Wie du ja schon gesagt hast, bin ich ein bisschen sozusagen abgedriftet und mache so den Teil von interdisziplinären Physikern, der sich mehr mit sozusagen der belebten Materie beschäftigt und nicht mit der unbelebten, so wie das sozusagen der Ursprung der Physik ist. Mhm. Wenn du dann quasi an die Schule zurückdenkst, Physikunterricht, das ist jetzt ja nochmal irgendwie was ganz anderes, was du jetzt machst. Und das andererseits wird ja nicht jeder sozusagen dann später zum Wissenschaftler. War dir das schon früher irgendwie klar? Das ist ein Thema, das möchte ich gerne einfach zu meinem Lebensinhalt machen. Mhm. Oder wann ist dir sowas klar geworden? Also ich wollte eigentlich, wie einige Leute Arzt oder Feuerwehrmann werden wollen, war für mich immer klar, ich will Professor werden. Und dann, wie gesagt, das Fachgebiet war für mich dann Physik. Das stand eigentlich schon so relativ früh klar, wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, mit 12, 13 oder so. Allerdings komme ich aus so einem Umfeld, meine Familie ist ein bisschen nicht Standard. Also zum Beispiel kenne ich halt meine Mutter und meinen Vater nicht. Ich bin groß geworden als Foster Child sozusagen, obwohl ich nicht adoptiert worden bin. Und das Umfeld war so, dass da eigentlich keiner noch nicht mal Abitur hatte. Das heißt also so studieren und überhaupt was Wissenschaft machen, daher kam meine Motivation nicht. Meine Motivation kam daher, dass ich mir halt Bücher durchgelesen habe, dass ich Zeitschriften angeschaut habe und mich einfach, damals gab es das Internet ja noch nicht so sehr, habe ich mich sehr stark mit den Themen beschäftigt, die mich interessiert haben. Und dann war das für mich sozusagen No-Brainer, dann Physik zu studieren. Und das war ja auch kein Problem in anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien oder so, ist es ja ein großes Problem, wenn man an einer schönen Uni das studieren möchte, was man studieren möchte. Aber in Deutschland war das sozusagen unproblematisch für mich. Hattest du dann damals schon irgendwie so Physik-Olympiaden oder solche Wettbewerbe gewonnen oder daran teilgenommen? Oder war das dann der ganz normale Weg, erstmal an der Uni ankommen, dann da studieren und seinen Abschluss machen? Ja, also es hat sich schon so ein bisschen in der Schule entwickelt. Also so angefangen habe ich relativ schlecht. Ich habe mich praktisch nie konzentriert auf den Unterricht und ich wurde immer auch nach hinten geschickt in die Schäm-dich-Ecke in der Grundschule und dann kam ich sozusagen auch in die Realschule, weil ich für die Hauptschule empfohlen worden bin, aus Gründen, die vielleicht mit meiner Familie zusammenhängen, vielleicht auch nicht, aber mit Sicherheit mit den Lehrern, die das
die sozusagen das vielleicht nicht richtig eingeschätzt haben. Und auch der Anfang der Schule war halt nicht so schön. Ja? Also erstens habe ich da nicht besonders viel gelernt und zweitens war ich auch nicht wirklich motiviert. Dann gab es aber so einen Kick bei mir in der, weiß ich nicht, 7. oder 8. Klasse, wo ich dann irgendwann sozusagen der Beste von der ganzen Schule war, was die Leistung anging. Und dann auch alle möglichen Sachen gemacht habe. Zum Beispiel habe ich dann kleine poetische Werke irgendwie veröffentlicht innerhalb dieser Schule. Habe auch anderen sozusagen beigebracht, habe anderen geholfen während der Schule. Und als ich dann sozusagen mit der Realschule fertig war, die habe ich dann mit Auszeichnung bestanden. Also das, wenn das deine Frage ist, das habe ich, da habe ich sozusagen die mit Auszeichnung bestanden, dann bin ich zum Gymnasium gekommen und da war das dann ja nicht deutlich viel anders. Da habe ich halt auch so Sachen für die Mitschüler organisiert, dass sie den Unterricht gut folgen können in den naturwissenschaftlichen Fächern, was eben schon immer sozusagen meine Stärke war, und vielleicht Literatur. Also Literatur habe ich aber keinem geholfen, aber zumindest in Mathe und Physik und sozusagen Computerwissenschaften konnte man da sozusagen auch als Fach auswählen. Und das, ja, das habe ich ganz gerne gemacht. Und später, als ich promoviert habe, da sind wir nicht, wenn du da noch hin willst, da habe ich auch, ich habe auch mal einen Preis gewonnen, den 2. Preis, da habe ich mir überlegt, dass man so eine Vorlesung eigentlich aufnehmen kann, automatisch und dann ins Internet stellen kann. Und jetzt ist das sozusagen Standard. Und als ich das vorgeschlagen habe, war das halt noch nicht Standard. Und da habe ich halt den Preis gewonnen, habe das aber auch nicht weiter verfahren. Also generell Unternehmensausgründung oder so, habe ich vielleicht einige Ideen mal im Kopf gehabt, aber habe die nie wirklich umgesetzt. Ich habe mich dann sozusagen auf die akademische Laufbahn beschränkt, mehr oder weniger. Ja, aber trotzdem schön, ne, zu sehen, dass dann so Ideen irgendwo weiterleben, ne, und nicht sozusagen nur im, sag ich mal, akademischen Bereich bleiben, sondern auch ein bisschen ein Stück weit. Ja, also, ja, ich muss natürlich sagen, wahrscheinlich war ich jetzt nicht der Einzige, der diese Idee hatte, aber so Preise nimmt man natürlich auch gern mit, auch wenn man sozusagen nicht der Erste ist, sozusagen. Genau, du hast ja irgendwie das Glück oder irgendwie die Leistung erbracht, auch im Nature dann zu publizieren. Wie ist dir denn da die erste Publikation geglückt? Also da träumen ja viele von und arbeiten da hart dran. Irgendwie du hast es geschafft. Das ist aber auch ja ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen, denke ich. Ja, wenn man was in diesen Journals Nature und Science und die Abkömmlinge wie Nature Physics, Nature Medicine, was jetzt ganz neu ist, oder Nature Computational Science und so, wenn man da was hat, spielt auch immer Glück mit einer Rolle. Und den ersten Kontakt mit Nature, wo praktisch mein Name dann in Nature auch erschien, also nicht in Science oder Nature Physics, sondern wirklich sozusagen Nature, war 2008, wo ich mit meinem damaligen Doktorvater, der vor einigen Jahren leider gestorben ist, Peter Richter, da haben wir uns die Frage gestellt, wie zufällig eigentlich Würfel sind. Und da habe ich auch ein paar Podcasts drüber gemacht. Ein paar Science Slams drüber gehalten, die teilweise auch ganz gut angekommen sind. Ja, und dann ging es halt um die Frage, genau, wie gibt es so Bereiche wie deterministisches Chaos, und Würfel ist halt prinzipiell eigentlich mehr oder weniger selten oder nie wirklich zufällig, und das kann man halt genau untersuchen, und das haben wir halt gemacht. Und dann habe ich meinen Doktorvater gefragt, ich war halt sehr motiviert natürlich, das war sozusagen eine der ersten Arbeiten, habe ich gesagt, ja, wollen wir das denn zu Nature schicken? Und hat gesagt, ja, warum nicht? Haben wir das, ich glaube, zu Nature geschickt, da wurde es abgelehnt, dann haben wir es zu Nature Physics geschickt, dann habe ich eine sehr nette E-Mail bekommen von dem Editor, und er hat dann geschrieben, ja, das ist wirklich ganz interessant, aber das reicht dann eben sozusagen nicht, weil man muss auch was veröffentlichen, was dann praktisch so bahnbrechend ist in dem Gebiet und noch ein ganz neues Feld ist oder praktisch ein existierendes Feld so weit voranbringt, dass viele, viele Wissenschaftler davon profitieren können. Also idealerweise. Zumindest hat er es so geschrieben, und das ist auch so die Philosophie von Nature. Die Umsetzung ist natürlich anders. Naja, da wurde es dann sozusagen auch abgelehnt. Dann haben wir gesagt, na gut, dann versuchen wir das halt in einem sehr guten, normalen Journal zu veröffentlichen. Das ist uns dann auch gelungen. Und das war in Bremen. Und dann habe ich angefangen am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und da gab es eine Vorlesung. Und da saß ich halt in der Vorlesung drin. Und dann ein Kollege von mir, Marc Timmer, kam dann zu mir. Ja, wow, Glückwunsch, du stehst hier an Nature. Und da habe ich einfach nur zu ihm gesagt, willst du mich verarschen? Weil das war für mich so undenkbar, weil war ja alles abgelehnt.
Und das gab halt so ein Highlight über diesen Artikel in Physical Review, heißt das. Also ist auch ein sehr gutes Journal. So zum Beispiel Einstein hat da zu Anfang publiziert und so weiter. Jetzt ist das sehr diversifiziert und gibt es ABCDE und X. Aber es ist trotzdem ein gutes Journal, aber es ist eben nicht Nature. Und dann dachte ich mir, okay, das kann ja gar nicht sein. Und ich habe ihm das gar nicht geglaubt. Dann war die Vorlesung irgendwann zu Ende und dann bin ich dann mal ins Internet gegangen. Das war da 2008. Und da habe ich geguckt, ja, und dann stand ich da wirklich. Und dann wurde ich dann auch noch zusammen mit meinem Doktorvater erwähnt in dem Artikel, namentlich in Nature, was auch nicht super Standard ist. Und dann eben noch zusammen mit Einstein. Das ist ja wirklich richtig cool. Und das war sozusagen der Anfang. So, das war aber ein Highlight über mein Werk. Das war also nicht praktisch eine Publikation, die ich selbst mit als Autor sozusagen da habe. Der Autor war praktisch ein Editor. Aber das ist auch verdammt selten. Also ich kenne, glaube ich, kein einziges Highlight von diesem Journal, wo wir das publiziert haben, Physical Review E, wo es denn ein Nature Highlight gab. Kann sein, dass es ein paar gibt, aber nicht in meinem Gebiet oder zumindest sind mir nicht aufgefallen. Also es ist verdammt selten. Und das war sozusagen auch, ja, war vielleicht auch ein bisschen Glück, würde ich sagen. Ja, und halt mit auch vielleicht einen Startschuss, ne? Wenn man da schon mal irgendwie was veröffentlicht hat, dann hat man vielleicht auch bessere Chancen, schon mal nochmal was in einem ähnlichen Journal dann unterzubringen in der Folgezeit, oder? Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur ein Highlight hat, dann hilft das nicht so. Was hilft ist, wenn mein erstes wirkliches in Nature Physics war 2011, also sozusagen 3 Jahre später. Wobei 2009 waren praktisch schon die Simulation und die Theorie für den ganzen Kram fertig. Und dann dauert das halt ewig, bis man das dann durchbekommt. Ja, also das ist bei diese Journals sind zwar ganz schön, aber es geht halt zu über 90% in die Hose in irgendeinem Stadium. Und das ist halt sehr, sehr anstrengend. Und das kann natürlich auch viele Karrieren zerstören. Wenn zum Beispiel als, sagen wir mal, Biologe oder Biochemiker, bist du im Labor und dann möchte dein Chef gerne so ein High-Level-Publication haben und dann klappt das nicht, weil vielleicht die Daten nicht passen oder vielleicht hast du denn einen Reviewer, der praktisch einen schlechten Report gibt und dann hat man nach 4 Jahren vielleicht gar kein Paper und das kommt dann schon mal vor, insbesondere dann, wenn man im Lab ist. Nun, ich war noch nie wirklich im Lab, habe nie wirklich Experimente gemacht, insofern ist das ein bisschen einfacher, aber trotzdem, als ich dann sozusagen Postdoc war, musste ich dann auch irgendwie zeigen, dass ich gut publizieren kann, weil sonst sieht die Zukunft halt nicht so rosig aus. Und dieses erste Paper, wo ich dann Autor war und auch Erstautor, erschien 2011. Ja, 2009 waren die Sachen schon fertig und ganz besonders 2010. Aber es hat sich dann so über ein Jahr hingezogen mit den Reviewern. Einer sozusagen mochte die Arbeit nicht so sehr. Und und irgendwie haben wir uns dann da durchgesetzt und da habe ich auch sehr viel gelernt, eben dann auch von meinen damaligen Kollegen, insbesondere von Marc Timme, der da Gruppenleiter war am Max-Planck-Institut. Und diese ganze Philosophie und dieses ganze Geschäft neben der Wissenschaft, wie man praktisch auf Editoren und Referee reagiert, das kann sehr sozusagen zeitaufwendig sein. Aber wenn man durchkommt, lohnt sich das eigentlich fast immer. Wenn man nicht durchkommt, dann ist es halt, sehr viel Zeit ist dabei flöten gegangen. Und man kann sich dann auch fragen, vielleicht kann man das auch schneller in einem anderen Journal publizieren. Und das machen dann eben auch viele, mache ich dann eben auch teilweise. Ich versuche dann wirklich nur diese High-Level-Journals zu adressieren, wenn ich wirklich denke, da passt es hin. Oder wenn die Arbeit einfach gut ist für die, sagen wir mal, Allgemeinheit, dass sie wirklich extrem transparent ist, weil dann lesen sie, wird diese Arbeit auch mehr gelesen, wenn das in höheren Journals sozusagen ist, wie Nature Science und so. Du bist ja grundsätzlich erstmal Physiker und kommst dann aber in ganz viele Themenbereiche jetzt. Wie kam das dazu, also sozusagen da irgendwie als Physiker zu starten und jetzt so ein ganz breites Spektrum zu haben, sich mit teilweise Soziologie mit Ethik zu beschäftigen, Machine Learning und so, das ist, und die Dinge auch wieder zusammenzubringen, zusammenzudenken. Also einmal diese Ausweitung in die verschiedenen Themenbereiche, in die Einzeldisziplinen und dann aber auch, sag ich mal, wieder gemeinsamen Nennern zu finden. Also wie machst du das, wie gehst du da vor? Ja, also ich gehe da so vor, dass ich halt unglaublich schnell gelangweilt bin von einer Sache, die ich mache. Das heißt, das wäre schon ein Grund genug, warum ich nicht nur dieses Physik mache, die Wissenschaftler unbelebten
Natur, Atome, Elektronen und so weiter. Das ist vielleicht ein Grund. Aber ein anderer Grund ist, weil ich immer sehr viel kreuz und quer gelesen habe. Mich haben immer sehr viele Sachen interessiert. Zu Anfang bin ich sozusagen mit Kosmologie und Mathematik und Turing-Maschinen und sowas gestartet. Und dann hat mich eigentlich immer mehr interessiert, insbesondere die Evolution. Dann hat mich interessiert, wie funktioniert das Gehirn. Und irgendwie habe ich dann auch Leute kennengelernt auf meinem Weg, zum Beispiel an den Instituten, wo ich war, in Bremen und in Göttingen und später auch an der ETH. Aber vielleicht war der Findungsprozess eigentlich mehr in Bremen und in Göttingen, würde ich sagen, und vielleicht in Kiel. Und ja, in diesen Instituten, wo ich war, habe ich auch viele sehr kluge Leute kennengelernt. Viele, viel klüger als ich zum Beispiel. Und die Firma wussten und die haben sich dann teilweise auch für andere Sachen interessiert und konnten mich dann auch begeistern. Also ich wurde schon ein bisschen beeinflusst von anderen in einer positiven Art und Weise. Und dann ist es so zum Beispiel in Göttingen an dem Max-Planck-Institut, da war halt 90% haben die Leute Neuroscience gemacht. Also die Wissenschaft vom Gehirn, wie das Gehirn funktioniert, wie die Neuronen feuern, wie die ganze Dynamik ist und so weiter und so weiter. Und notwendigerweise habe ich dadurch auch viele Vorträge und Wissenschaftler hören können, die auf dem Gebiet gearbeitet haben zum Beispiel. Also ich kann es nicht wirklich sagen, wie das jetzt genau passiert. Es war auf jeden Fall nicht jetzt so ein großer Schritt, so von 0 auf 100. Es war so ein glatter Übergang, sag ich mal so. Wenn ich jetzt zum Beispiel so Kosmologie oder schwarze Löcher Highlights sehe in Nature und Science, was ich praktisch täglich scanne oder in anderen Journals, dann filter ich da schon ziemlich viel aus. Also wirklich nur die absolut super bahnbrechenden Sachen, die gucke ich mir dann an. Und früher habe ich mir sozusagen mehr oder weniger alles angeschaut. Also das Interesse, der Fokus hat sich schon ein bisschen wegbewegt von dieser traditionellen Physik. Und das, was ich mache, ist teilweise auch nicht wirklich so viel Physik. Ich mache halt in Wirtschaftswissenschaften sozusagen oder in Bereichen, die da angrenzen, Sachen. Und ich finde das einfach spannend auch. Vielleicht habe ich auch gesucht, dass es mehr so sinnvoll ist, sagen wir mal, für die Gesellschaft. Vielleicht ist so ein großer Teilchenbeschleuniger kurzfristig gesehen vielleicht nicht so gewinnbringend für die Gesellschaft, als wenn man direkt an Problemen arbeitet, die die Gesellschaft gerade dieses Jahr und letztes Jahr und nächstes Jahr beschäftigen werden. Aber es soll keine Kritik sein an Teilchenbeschleunigern. Also ich finde das auch fundamentale Sachen haben immer wieder wichtige Sachen hervorgebracht, wie zum Beispiel Laser und GPS. Und alle technischen Errungenschaften basieren mehr oder weniger auf Sachen, die Leute vor als, naja, man muss es vielleicht nicht unbedingt machen, ist ganz interessant, aber bringt der Gesellschaft nichts. Das ist halt dieser Gedankengang ist natürlich auch falsch. Also bei dir geht es dann auch viel mehr um Relevanz, also sozusagen sich, sag ich mal, fast tagesaktuell zu überlegen, was ist jetzt ein relevantes Thema, wo könnte ich eine Antwort oder einen Lösungsvorschlag oder eine Analyse beisteuern mit dem, was ich so weiß und mit meinen Methodenbaukasten? Also um das wirklich klar zu sagen, am häufigsten ist es so, dass ich sozusagen einen Artikel lese oder ein Feature über einen Artikel, über ein Thema, was ich eine Idee, die ein anderer Wissenschaftler hat, die ich super spannend fand. Und dann fällt mir dazu auch was ein, dass ich denke, der Wissenschaftler ist vielleicht komplett falsch oder vielleicht geht das in die falsche Richtung oder es geht genau in die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Und dann habe ich ja vorher noch andere Sachen, weil ich so viele Gebiete mir angeschaut habe, kommt es häufig vor, dass ich dann sozusagen Links sehe zwischen dem zu der aktuellen Veröffentlichung und zu anderen. Und das hat in fast allen Fällen praktisch dazu geführt, dass dann letztendlich dann mit diesen Jahren Arbeiten für ein einziges Paper dann eben diese High Levels rausgekommen sind, dass ich ab und zu mal verschiedene Gebiete sozusagen verbinden konnte. Also ich versuche einfach das, was ich weiß und was mich interessiert und die Fragen, die ich nicht lösen konnte. Und wenn dann ein Paper kommt, was praktisch nah dran ist oder vielleicht eine andere Richtung gibt, dann ist das eigentlich die Hauptinspiration. Also heute, würde ich sagen.
Oder wenn ich Talks höre von anderen natürlich auch. Okay. Ja, also vielleicht kurz zu den Talks, wenn du es ansprichst. Du machst ja auch selber Podcasts, hast da einige Interviews gemacht mit auch ganz vielfältigen Themen, die du dann besprichst mit deinen Gesprächspartnern dort. Genau, und um überzuleiten zu was ganz anderem, ist die Frage so, es ist jetzt ja in dieser Corona-Zeit, da ist ein Augenmerk gelegt worden auf so diese Entwicklung dieses Impfstoffs. Da gibt es dann eine Forscherin, Katalin oder so heißt sie, glaube ich, diesen mRNA-Impfstoff entwickelt hat. Und wenn man so die Artikel über sie liest, dann liest sich das so, ja, irgendwie sie hat 20 Jahre geforscht, hat immer relativ viel Widerstand bekommen zu ihren Ideen, zu ihrem Forschungsansatz und hat da aber dran festgehalten und nach 20 Jahren irgendwie braucht jetzt diese Welt plötzlich diesen Impfstoff und dieses Verfahren. Und sie konnte sich irgendwie letztlich durchsetzen mit dieser Idee, mRNA-Impfstoffe irgendwie herzustellen. Ich habe das selber in meinem Studium ein bisschen erlebt, da gab es durchaus auch so interdisziplinäre Ansätze, also ich studiere, habe ja Soziologie, Politikwissenschaft und solche Sachen studiert, da gab es durchaus interdisziplinäre Ansätze zu anderen Gebieten oder zu Disziplinen selbst, andere Forschungsansätze. Habe aber selbst gemerkt, sozusagen, dann, das ist oft, also in meiner Wahrnehmung war das so eine Abgrenzung, sozusagen, wir machen das und ihr macht das und gut, dass wir wissen, darüber gesprochen haben, aber wir werden nichts gemeinsam machen. Genau, und irgendwie hast du es ja geschafft, diesen ja, irgendwie da eine Brücke zu bauen zwischen den Disziplinen. Also zu sagen, wir nehmen jetzt verschiedene Disziplinen zusammen und arbeiten tatsächlich zusammen. Du bist ja auch zum Beispiel in diesem, also Head vom Deep Dynamics Group, wo ja auch unterschiedliche Wissenschaftler mit ihren einzelnen Ansätzen sozusagen zusammengebracht werden. Ja, wie gelingt dieses, sag ich mal, von Interdisziplinarität hin zu Cross-Disziplinarität, also sozusagen mehrere Ansätze wirklich zu bündeln, sich mehr an den Problemen und Lösungen zu beschäftigen, als jetzt an der Abgrenzung, wer welche Fakultät, welche Forschungsgelder wie bekommt und dann den Ruhm einheimst, weil er mit seinem Ansatz dann besser ist als der andere Ansatz und man nicht sagt, lass uns doch beide Ansätze nehmen, sondern da oft auf dieser Ebene dann die Konflikte ausgetragen werden, Mikro gegen Makro und Ähnliches. Ja, also hast ganz viele Sachen jetzt angesprochen. Also wenn es zum Beispiel verschiedene Ansätze gibt, um das Letzte, was du gesagt hast, mal aufzugreifen, dann ist es natürlich schwierig, weil man natürlicherweise davon überzeugt ist, dass das, was man schon sagt, vielleicht mal einige schon 10 Jahre oder viele Jahre gemacht hat als Wissenschaftler, dann auch, da kennt man sich auch und das möchte man dann sozusagen weiterführen. Aber ja, du hast, also da habe ich jetzt nicht viel Erfahrung, wie ich Leute zusammenbringe, die total verschiedene Sachen denken, dann hat das dann eben auch nicht geklappt. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ist mit Psychologen zusammen, ich habe mit Psychologen zusammengearbeitet oder mit anderen Geisteswissenschaftlern, mit Philosophen arbeite ich jetzt zusammen. Und gerade jetzt, wenn das jetzt nicht, und auch Biologen und jeder, um das runterzubrechen und eine schnelle Antwort zu geben, ist die Sprache. Also wie bringt man, die sprechen alle eine unterschiedliche Sprache, manchmal unter demselben Namen wie zum Beispiel Netzwerk oder Dynamik verstehen die was anderes oder Modell. Ja, wenn man guckt über die Disziplinen, verstehen die unterschiedlich was. Und was wirklich hilft, ist, dass man sozusagen offen ist für das, was der andere versteht, dass man nicht so sozusagen voreingenommen ist von dem, wie man Sachen angreifen kann und was da das Beste ist. Und wie man mit den Leuten redet, also wie man sich selbst präsentiert, wie man seine eigene Arbeit präsentiert, wenn man zum Beispiel was mit anderen machen möchte, wie spricht man die an? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach wie das auch in in vielen Beziehungen vielleicht so ist, dass die Kommunikation ist vielleicht das Wichtigste, dass man, weil es bleibt nicht immer alles toll und es ist nicht immer alles schlecht oder so. Und dazwischen steht dann halt die Sprache und wie man miteinander umgeht und wie offen man ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Aber es ist unglaublich schwer, als Naturwissenschaftler was mit Nicht-Naturwissenschaftlern zusammenzumachen und umgekehrt. Es ist praktisch so wie Katze und Hund. Die Sprache ist auch ein bisschen unterschiedlich, die Körpersprache und die wissenschaftliche Sprache und wie
Dinge angegangen sind, sind einfach unterschiedlich. Also zum Beispiel in den Geisteswissenschaften gibt es ganz viele Sachen, aber hauptsächlich ist es so, dass man erstmal vielleicht eine Hypothese aufstellt, eine Frage, und die testet man dann halt. Und zum Beispiel in anderen Bereichen, Computational Social Science oder Physik oder so, ist es so, da hat man vielleicht einen Datensatz, dann guckt man sich den Datensatz an und hat gar keine Hypothese oder wissenschaftliche Fragestellung im Hintergrund. Und dann findet man irgendwas, und anhand dessen, was man da findet, stellt man Vermutungen auf und guckt, ob die dann halt stimmen, ohne vielleicht selbst die Hypothese zu formulieren. Und genau das Beispiel ist so ein Standardbeispiel, was unglaublich viel dazu gesorgt hat, dass die Leute Probleme haben, miteinander zu arbeiten. Aber wenn man das nun weiß, dann kann man das Ganze natürlich auch so formulieren oder erklären, dass es der anderen Stelle sozusagen dann klar ist, was man meint, und dass es auch klar ist, wie man das versteht. Aber es ist alles Sprache, würde ich sagen. Ja. Nee, also ich glaube, dass so Klarheit in der Sprache, klare Begriffe, die helfen so erstmal in der Wissenschaft, aber auch allgemein im Leben. Also zum Netzwerkbegriff vielleicht ganz kurz zu sprechen zu kommen. Ich habe auch ein bisschen über Netzwerksoziologie und Netzwerkorganisation und sowas, also mit dem Netzwerkbegriff immer mal wieder in Kontakt gekommen. Und da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Verständnisse, was jetzt ein Netzwerk ist oder leistet oder nicht leistet oder kann oder nicht kann. Das ist ja vielleicht auch einer von den Grundbegriffen für dich. Wenn du jetzt mit anderen darüber sprichst, hast du dann 20 verschiedene Netzwerkbegriffe oder hast du einen, der sehr weit gefasst ist? Überträgst du den Begriff dann auch in die verschiedenen Sprachen, oder wie gehst du dann damit um? Ja, also nehmen wir das mal an Beispiel, wenn man ein soziales Netzwerk hat, dann sind die, da ist jeder sich einig, dann sind die Knoten praktisch, das sind dann halt Menschen, Individuen oder halt Leute in einer Population, in einer Gesellschaft oder sonst irgendwo, ja, Leute, die vielleicht noch nicht das Virus bekommen haben. Das muss man nicht klären, aber was zum Beispiel so ein Link ist, eine Verbindung zwischen zwei Knotenpunkten, und so eine Verbindung macht dann ja sozusagen, macht dann ja das Netzwerk. Das ist dann unterschiedlich, zum Beispiel im Englischen, ich rede immer viel Englisch, so Social Tie ist, also so eine freundschaftliche oder soziale Verbindung, und wie man das misst und ob das auf Daten basiert, das nehmen einige Wissenschaftler ein bisschen genauer als andere. Und ich gehöre dann eher zu denen, die das praktisch nicht so genau nehmen und sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt mal an, da gibt es jetzt sozusagen einen Link. Und ich fokussiere dann zum Beispiel, wie sich das ganze Netzwerk dann verhält, wenn jetzt zum Beispiel neue Kontakte geknüpft werden. Und ich fokussiere nicht so sehr, was jetzt so ein Kontakt jetzt genau ist, sondern prinzipiell nehmen wir mal an, es gäbe jetzt eine präzise Definition von Kontakt, die ich dann gar nicht gebe, was vielen Geisteswissenschaftlern dann praktisch die Augenbrauen nach oben schießen lassen würde. Wie verhält sich denn das Gesamtsystem, wenn man sozusagen kleine mikroskopische Veränderungen immer und immer wieder macht? So, das sind so einige Arbeiten, die ich gemacht habe. Und für viele Leute in der Soziologie, da macht das die ganze, das, diese, diese, macht das halt wenig Sinn. Oder man muss es dann sozusagen wirklich motivieren, warum das sinnvoll ist und was man da eigentlich macht. Wenn ich jetzt in der Ökonomie spreche, wäre sowas wie der Unterschied so Mikro- und Makroökonomie, wo Makro mehr so um globale Dynamiken geht und Mikro mehr so um individuelle Entscheidungen. Ja, ganz stimmt das nicht, aber so ungefähr. Und mit den Links ist es so, allein die Definition von einem Link ist schon sozusagen problematisch, oder es ist ein schwieriges Thema generell. Und da kann man sich sozusagen festbeißen und dann kommt man auch nicht weiter. Und das, was ich jetzt persönlich spannend finde, ist, wenn man sagt, okay, das, wo man jetzt, wo klar ist, man kommt nicht weiter, weil man hat vielleicht nicht genügend Daten dafür, dann wir ignorieren mal was und nehmen an, dass die Kuh halt rund ist, und dann formulieren wir mal so ein Modell, wo die Kühe, die dann meinetwegen kugelförmig sind, miteinander irgendwie agieren und schauen mal, wie die sich denn so auf der Wiese verteilen, ne? Und dieses Beispiel mal zu nehmen.
Ja, nee, auch ein spannendes Thema, habe ich mir oft zu gelesen. Also die ist auch nicht zufällig, wie die Kühe da stehen, sondern die haben dann so Freundschaften oder irgendwie Bekannte und Kühe, die sie lieber mögen. Und genau. Das ist auch schon eine eigentlich ganz witzige Frage. Wo du es ansprichst, sozusagen so Mikroveränderungen, die dann eine größere Wirkung haben. Ich habe, also was mich aktuell so beschäftigt, ist ja sozusagen Effekte von Coaching irgendwie messbar zu machen. Es gibt ja verschiedenste Coaching-Anbieter, die sagen, ja, bei uns gibt es einen Return on Investment von 8-fachen Return on Investment von Coaching. Sage ich, ja, aber wie wollt ihr das messen? Ja, wir machen da eine Umfrage im Anschluss und dann sagen die Leute, ob sie sich besser fühlen und mehr verdienen. Und dann sagen wir, ja, das ist jetzt irgendwie, wie viel verdient ihr mehr? Und dann sage ich, das ist komisch, jetzt gibt ja nur dieses eine Coaching, diesen einen Impuls, aber woran das jetzt liegt, also sage ich mal Corona und sonstige Außereffekte, kann man, also hättest du da eine Idee, wie man damit weiterkommt, da irgendwie herauszufinden, was für einen Effekt Coaching haben kann? Also einmal für den Einzelnen, aber auch, sage ich mal, für eine Organisation, wo dann jemand gecoacht wird? Ja, also man könnte natürlich, wenn man jetzt viel Zeit hat, kann man natürlich 10 Jahre warten und dann, ja, dann würde ich schon sagen, so einen Bogen ausfüllen und da vielleicht irgendwas messen, was öffentlich ist. Aber wenn das persönliche Daten sind, muss man schon mit der Einwilligung der Leute die dann einfach befragen. Ich denke, da ich habe da keine bessere Idee zu. Und da muss man natürlich, wo Psychologen halt sehr gut sind, den Fragebogen auch so stellen, dass sozusagen dieselbe Information mehrmals abgefragt wird, weil manchmal antwortet man unterschiedlich, je nachdem, wie die Frage formuliert ist und solche Sachen. Und so ein Fragebogen ist auch schon eine Wissenschaft an sich. Es ist nicht nur so, dass man jetzt mal fragt, also verschiedene, wie erfolgreich fühlen Sie sich im Job und wie viel verdienen Sie? Ja? Bei Verdiener ist es die Interpretationsfrage nicht so sehr, aber bei anderen Sachen geht das sehr um die Interpretation. Geht dann wieder in die Richtung von den Sozialwissenschaften, was ist ein Link, was ist eine Freundschaftsbeziehung? Ist die jetzt sozusagen nur gerichtet von A nach B oder von B nach A zurück? Müssen die beide irgendwie mindestens gleich stark sein oder vielleicht über so einen Grenzwert stark sein? Und wie misst man das überhaupt? Kann man das messen, wenn die Leute sich gegenseitig E-Mails schicken und so weiter? Und da geht es dann ins Detail. Und da gibt es natürlich dann auch die Datensätze und E-Mails. Aber ich weiche ab von dem, was du eigentlich fragst. Ja, ich habe, wie du, die Frage ist, was du messen möchtest. Wenn du zum Beispiel einfach messen willst, wie viele Leute die verdienen, dann ist das vielleicht relativ einfach, das denn festzustellen. Wenn du 100% fragst, dann kommen vielleicht 20% zurück und würden dir das auch verraten in einer E-Mail oder besser per Post oder wenn du die persönlich ansprichst. Aber sonst, was Coaching für einen Einfluss hat, ich würde sagen, man kann das nicht, also definitiv nicht auf eine Zahl runterbrechen. Insbesondere sollte man das doch nicht machen, dass man sagt, okay, wer mehr verdient, der ist vielleicht glücklicher oder besser oder da hat das Coaching mehr gebracht. Ich meine, einige gehen vielleicht zum Coaching, zum Beispiel Financial Coaching, wie tradet man oder so, und denen ist alles egal und die wollen hauptsächlich eben natürlich Geld machen. Das ist für das andere, was denen auch wichtig ist, gehen sie woanders hin. Ja, dann kann man natürlich schon sagen, okay, ja, wie viel Profit hast du denn jetzt so gemacht? Und dann ist sowas, so ein ROI, wie du eben gesagt hast, ist natürlich dann ein Indikator, der irgendwie Sinn macht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Life-Coaching hast oder Job-Coaching oder wenn man jetzt vielleicht einen Job sucht oder so, ja, Bewerbungscoaching, Bewerbungsmappe, CV, Vorstellungsgespräch und sowas und sowas coachen, dann kannst du gucken, wie schnell kriegen die Leute einen Job, aber das wäre vielleicht ein gute Messung, sag ich mal so. Aber generell kann man das gar nicht sagen. Genauso, man kann auch nicht sagen, wie gut eine Universität ist. So einige Business Schools zum Beispiel, die gucken einfach, wie viel verdienen denn die Studenten später? Mhm. Und dann plus, minus noch andere Fragen. Aber das ist schon eine Hauptmessung. Und ich denke, das ist generell natürlich falsch, weil so ein Leben doch irgendwie mehr zu bieten hat, als wie viel man sozusagen aufs Konto bekommt. Und es gibt natürlich auch Studien, die klar sagen, dass Leute, die jetzt mehr verdienen als andere, nicht unbedingt glücklicher sind. Ja, also hängt ein bisschen davon ab. Geld hilft natürlich auch. Und wenn man verhungert, dann ist es schwierig, glücklich zu sein. Aber so in diesem Bereich dazwischen
muss man genau hinschauen, was man macht, und einzelne Indikatoren bringen halt nichts. Und wenn du mich dann fragst, wie kann man das abfragen, dann würde ich sagen, ja, dann muss man halt, so wie du das jetzt mit mir machst, vielleicht 10 Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit der Person reden und Eindruck gewinnen und dann versuchen, das irgendwie runterzubrechen. Das ist vielleicht das Beste, aber es ist unrealistisch, wenn man das sozusagen systematisch macht. Ja, genau. Was beschäftigt dich denn aktuell so? Also wo bist du gerade dran? Planst du gerade Veröffentlichungen? Hast du aktuelle Forschungsergebnisse oder ja. Ideen, die du uns mitteilen kannst? Okay. Ja, ich mache immer so viele Sachen parallel, so 10, 20 Projekte sozusagen parallel. Und dann liegen aber viele, viele Tage oder Wochen, liegt viel sozusagen rum, und dann konzentriere ich mich auf die eine Sache, und dann muss ich natürlich noch sozusagen Lehre machen und habe auch noch ein Privatleben und so weiter. Ja, was mache ich jetzt wissenschaftlich? Gestern hatte ich eine Idee, auch aufgrund von einem Paper, was ein Kollege, ein Computer Scientist von mir, veröffentlicht hat, wie man zum Beispiel weiterkommt zu verstehen oder zu analysieren, wie wirklich also General Artificial Intelligence zustande kommt. Also das, was praktisch du und ich haben, aber was zum Beispiel vielleicht ein Insekt nicht hat oder vielleicht auch nicht ein Hund. Und das ist so ein Gebiet, was mich sehr stark interessiert. Das ist eigentlich so ein Gebiet, jeder will irgendwie da weitermachen, und das ist so ein Hot Topic. Aber Machine Learning ist eher so, dass man erstmal kleinere Probleme löst und da versucht dann, die kleineren Probleme besser in den Griff zu kriegen. Und da gibt es auch ganz viele Durchbrüche. Naja, aber dieses Paper, was ich gestern gelesen habe, war so ein bisschen von oben runtergeschossen, so ohne Simulation. Einfach mal, wir schreiben jetzt mal auf, was wir denken, wie wir praktisch zu so einem superintelligenten Programm kommen oder Algorithmus. Und ja, das fand ich sehr interessant, und da hatte ich zwei Ideen. Die eine Idee ist, dass ich dachte, das geht definitiv in die falsche Richtung. Und die andere Idee ist, dass ich dachte, es geht definitiv in die richtige Richtung, weil es kommt darauf an, wie man das interpretiert. Und dann gab es eine Diskussion auch mit einem Kollegen, und der fand sozusagen das Paper nicht so gut. Aber genau, ich habe dann argumentiert in meine Richtung, so mehr so von der Evolution kommt oder die Ideen, die ich eigentlich auch hatte. Naja, kurz gesagt, dass wir dieses Paper war von einer ziemlich guten Gruppe in Computer Science, von dem einen, der mehr oder weniger Reinforcement Learning sozusagen entwickelt hat. Und dieses Reinforcement Learning, das ist das, was dazu führt, dass zum Beispiel ein Computer Atari-Spiele spielen kann und schnell lernen kann, ohne from zero to hero sozusagen. Oder das, was DeepMind macht, dieses früher, was weiß ich, 10 Jahre zurück oder so, wo die Computer dann jeden Schachexperten schlagen konnten, Kasparov dann insbesondere damals, und jetzt ist es dann halt Go und geht es weiter zu Poker, und es gibt immer, die Liste wird immer größer, wo wir Menschen praktisch schlechter sind als Programme, die noch nicht mal mit Daten gefüttert wurden, sondern praktisch sozusagen von Null lernen. Naja, in diesem Komplexitätsbereich und Wissenschaftsbereich, forsche ich, da überlege ich mir was, und ja, gestern, also es ging ja schon über mehrere Jahre, aber gestern gab es nochmal wirklich was, wo ich dachte, oh wow, das gibt mir auch eine neue Einsicht, und dann habe ich mir ein paar Notizen gemacht, ja, und schau mal, was sozusagen dabei rauskommt. Ist es dann mehr so ein Versuch zu sagen, okay, was ist denn der nächste Schritt, also irgendwie Schachcomputer, Go-Computer, irgendwie Poker, was kommt nach Poker, also wo kann das Computer uns noch schlagen, so, was ist der nächste Schritt, oder ist es, sag ich mal, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre in die Zukunft gedacht, irgendwie eine Maschinenwelt, die dann die Menschen überflüssig macht? Also, ja, ich sag mal so, ja. Es ist nicht so, dass ich, also das sind auch Projekte, die praktisch so, die machen wir mal, können wir vielleicht die Klassifikation 2% besser machen oder nur 1%. Dann gibt es typischerweise dann ein Paper, wenn man das hinkriegt, mit einer gängigen Methode, oder wo man die Architektur von den künstlichen Neural Network, was so den Algorithmus macht und wo die Gewichte dann sozusagen optimiert werden. Wenn das jetzt besser wird, um 1% oder 0,5%, ist das schon meistens ganz toll, weil das Feld schon so
fortgeschritten ist. Aber die Sachen, die mich wirklich, wirklich, wirklich interessieren und wo auch der Grund ist, warum ich mich dann in diesem Gebiet, in dieses Gebiet begeben habe, zusätzlich zu den anderen, aber ich wende dann eben das auch an, ist, dass ich mich wirklich interessiert, wie du zum Beispiel tickst, warum du sozusagen intelligent bist und wie es dazu gekommen ist. Ja, also, und dann gibt es verschiedene philosophische Ebenen und Ebenen, wie man das überhaupt beantworten kann. Und ich müsste dann schon ein bisschen was dazu sagen. Also zum Beispiel in deinem Fall kann man sagen, dass du gar nicht so richtig dafür verantwortlich bist, weil du einfach sozusagen, deine Eltern haben ja die DNA gegeben und durch den Selbstorganisationsprozess hast du dich sozusagen entwickelt und auch dein Gehirn und dann war die Umgebung vielleicht komplex genug, dass du deine Fähigkeiten entwickeln konntest. Und das ist relativ, sagen wir mal, unspannend. Natürlich das spektakulär von der molekularbiologischen Ebene und das ist natürlich ein Wunder der Welt und so und weiter. Aber jetzt von der Ebene, die mich jetzt gerade interessiert in diesem Themengebiet, um das mal irgendwo runterzubrechen, sonst kann man auch über alles reden, ist es relativ unspannend. So spannender wäre, wenn du sozusagen, wenn du jetzt praktisch so eine Maus wärst und in der Umgebung oder sagen wir mal, um mein Standardbeispiel zu nehmen, was übrigens dann auch der Wissenschaftler aufgegriffen hat, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich war es Zufall, von so einem Squirrel, also von so einem Eichhörnchen, das Nüsse sucht, warum entwickelt sich das Eichhörnchen nicht zu Florian, zu über mehrere Millionen Jahre? Vielleicht muss man dem Eichhörnchen ein bisschen Zeit geben oder so. Oder ist das praktisch die Erwartungshaltung? Und die Frage ist, was ich spannend finde, ist, hat das Ganze was mit Evolution zu tun? Kann man so einen Trennstrich ziehen zwischen, wie wichtig ist Evolution dabei? Und habe ich schon wieder vergessen, was du eigentlich gefragt hast. Ich schweife ab. Mega spannend gerade. Also Evolution, ich kenne das so aus Anthropologie, also sozusagen erstmal von den Affen zu den Menschen, sozusagen über diese verschiedenen Schritte. Spannend ist halt wirklich zu überlegen, wie als Analogie kann auch ein Eichhörnchen oder ein Fisch nochmal komplett alles durchmachen und dann auch beim Menschen ankommen. Und wenn man das dann überträgt auf Computerprogramme, kann man den Schachcomputer dann irgendwann zu einem, also dass er vom Computer zu einer Maschine wird, von einer Maschine vielleicht zum Auto, vom Auto zu einem Haus und vom Haus zu irgendeinem, ja, weiß ich nicht, Roboter oder so, der sich selbst bewegt. Yeah. Also einerseits, also Evolution sozusagen, kann man da beliebige Ausgangspunkte nehmen und dann sozusagen das fortschreiben, fortentwickeln und auf dieser Maschinen- oder Computerebene kann man da irgendwie ein Programm nehmen und sagen, okay, der kann jetzt erstmal nur Schach spielen, aber in 2 Wochen kann er programmieren. Ja, oder das ist genau, das ist super heiße Gebiete natürlich, dieses, wenn man jetzt ein Algorithmus hat, der gut ist in einer Sache, meinetwegen Atari-Spiele oder Schach oder so, kann der Algorithmus, wenn er gut gebaut ist, kann er sie vielleicht dann auch mit dem, was wir jetzt wissen, die neueste Software, die neuesten Algorithmen, das neueste Deep Learning kann dann eben auch Schach lernen wie auch Go. Da muss man jetzt nicht so viel machen. Schach ist dann im Prinzip schon wegen der wenigeren Anzahlen von Zügen für den nächsten Zug, von den Möglichkeiten sozusagen, ist dann sozusagen trivial jetzt schon geworden für Artificial Intelligence, würde ich sagen. Und Go ist schwierig, einfach weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. Und dann ist dieser Baum der Möglichkeiten, der steigt auch bei Schach exponentiell an, aber der Exponent des exponentiellen Anstiegs, der ist halt viel größer. Und das macht sozusagen Probleme schon nach 3, 4, 5 Schritten sozusagen. Also insofern gibt es schon Programme, die, wenn sie gut Go spielen, spielen sie auch gut Schach. Vielleicht muss, natürlich macht man Feintuning, aber das Feintuning macht man hauptsächlich deswegen, um vielleicht sowas wie die Reward-Funktion noch ein bisschen zu verändern, weil man bewertet dann zum Beispiel das Brett so. Also die basieren auch so, dass es immer eine Bewertung gibt von dem Brett. Wie gut ist die Stellung? Wie gut stehe ich nun da? Und wie gut würde ich dastehen, wenn ich jetzt den Schritt oder einen anderen Schritt machen würde? Und insofern gibt es schon sozusagen AI, die von einem Gebiet ins nächste übertragen werden kann. Aber Schach und Go sind sehr ähnlich an einer höheren Hierarchie, weil sie zum Beispiel mit kompletter Information arbeiten. Man muss nur irgendwie
K-Objekte in P-Möglichkeiten kann man ziehen und man ist, die Zeit ist diskret von einem Schritt zum nächsten. Und es geht nur darum, zum Schluss sozusagen zu gewinnen mit einer bestimmten Stellung. Und das ist natürlich, hat nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Wir haben ja schon darüber diskutiert, wenn du zum Beispiel Coaching machst, bringt das dem nichts, wenn derjenige ja nun irgendwie lernt, optimal Kaffee zu kochen oder so. Also man muss schon verschiedene Sachen machen und man muss auch so Strategien selbst lernen. Und diese Übertragung, da hat die AI wirklich Probleme. Gibt es natürlich auch, entwickelt sich so schnell, dass praktisch jede Woche Hunderte von Papers rauskommen oder Tausende. Und von diesen Tausenden von Papers kann man gar nicht alle studieren. Und die mir dann auffallen, die sind dann praktisch irgendwie gehighlightet worden oder werden mehr gelesen oder werden irgendwo dann nochmal gepostet auf Twitter oder von meinen Freunden oder Kollegen ge-emailt. Und dann kann man sich immer nur auf ganz wenige Sachen fokussieren. Aber dieses Gebiet ist praktisch, kann man schon sagen, so exponentiell am explodieren. Sowohl was eben die Resultate und die Durchbrüche angeht, wenn man das jetzt von vor 10 Jahren vergleicht und zum Beispiel 2000 gab zum Beispiel kein Deep Learning, gibt es dann vielleicht so seit 2010 oder so. Und wir haben jetzt, ja, 11 Jahre danach, das ist nicht so, ist nicht ein großer Zeitraum für ein ganzes Gebiet in der Wissenschaft. Ja. Und das ist schon Wahnsinn. Also ja, ich schweife wieder ab. Also es ist schwierig, da es passiert so viel Neues, dass es zum Beispiel sein könnte, dass jetzt gestern irgendwas publiziert worden ist, was ich gar nicht mitbekommen habe, was dann schon die Probleme löst. Aber das Hauptproblem ist zum Beispiel Reasoning. Also wenn man so eine Szene hat, wo zum Beispiel, das zeige ich in meiner Vorlesung, wo Obama steht auf einer Waage und vor einem Spiegel. Und jemand anders kommt von hinten und drückt mit dem Fuß sozusagen auf die Waage, sodass er halt schwerer erscheint, als er eigentlich ist, was praktisch denn so eine witzige Szene ist. So, und die Frage ist, kann das eben so ein Algorithmus auch als solches erkennen, was eigentlich los ist, wie viele Leute das gibt. Und dadurch, dass es da einen Spiegel gibt, spiegeln sich auch die Leute. Und dann ist es auch nicht so klar, wie viele Leute überhaupt in diesem Raum sind, weil das Spiegelbild kann doppelt zählen. Und generell ist praktisch die AI hoffnungslos verloren, so eine Szene zu kategorisieren, als was wirklich zu verstehen, was da abgeht, was so der wesentliche Punkt ist. Und der wesentliche Punkt ist halt, jemand kommt von hinten, drückt auf die Waage und will praktisch jemanden schwerer machen. Und warum geht das nicht? Weil die AI hat natürlich auch nicht die Information. Die weiß erstmal nicht, was ein Witz ist. Man kann es natürlich darauf trainieren. Das kann man mit NLP machen, dass man sozusagen witzige Texte reinschiebt und die dann als solche klassifiziert. Das kann man schon tun, aber was nicht funktioniert, ist, dass dieser normale Menschenverstand, da hapert das. Und der normale Menschenverstand ist zum Beispiel ganz wichtig, um normale Probleme zu lösen, technische Probleme, wie zum Beispiel Self-Driving Cars. Das Problem beim selbstfahrenden Auto ist, und es gibt viele Probleme. Natürlich, wenn die Sicht schlecht ist, wenn es jetzt hagelt und so, und dann ist das Kamerasystem auch nicht so gut, dann braucht man vielleicht so ein LiDAR, so ein anderes System, was denn die Information hat. Aber die Sicht kann mal schlecht sein. Aber nehmen wir mal an, selbst bei guter Sicht, dann gibt es einen Fußgänger. Und was wir als Autofahrer zum Beispiel machen, ist immer zu gucken, immer vorherzusagen, wie unsere Umgebung sich verhält. Zum Beispiel analysieren wir permanent, wie sich ein Fußgänger verhält. Und wir verstehen, was er gerade macht. Und wenn ihm klar ist, obwohl er meinetwegen auf die Straße beschleunigt, ist es oftmals so, dass wir sagen, von einem Fußgängerweg aus sozusagen, aber er ist noch nicht auf der Straße, dann ist es oftmals klar für uns, dass er nicht auf die Straße läuft, weil es einfach klar ist. Weil zum Beispiel vorher zwei Erwachsene zickzack gelaufen sind, meinetwegen so ein Liebespärchen, die sich so gegenseitig hin und her geschubst haben. Und natürlich würden die sich nicht auf die Straße schubsen. Das heißt, da muss man also keine Vollbremsung machen. Das muss man aber erstmal verstehen, und wie soll das ein Computer machen? Und das ist das Problem. Und das andere Extrembeispiel wäre praktisch, dass meinetwegen jetzt so ein Kind, gut, ein Kind ist auch vielleicht kleiner, aber nehmen wir mal ein Kind mit einem Ball, typisches, was vielleicht, wo die Sicht verdeckt ist teilweise, oder wo man denkt, dass das Kind eben auch nicht zum Auto guckt. Man guckt dann auch natürlich, wohin guckt der Fußgänger und solche Sachen. Also man braucht einfach sowas wie General Artificial Intelligence, oder man braucht dieses Reasoning, also dieser Menschenverstand, den braucht man schon für selbstfahrende Autos, wenn die praktisch
in so einem Verkehr reingesetzt werden würden, wie das zum Beispiel in Neu-Delhi oder in Mexico City oder so der Fall ist, wo es jetzt nicht Spuren gibt, wo klar ist, da läuft eben auch kein Kind drauf, und wo es nicht genug Ampeln gibt und wo es eben nicht genug Regeln gibt, an denen sich die Leute wirklich halten. Also wenn man kann natürlich so, in Amerika gibt es ja auch zum Beispiel auch Spuren für Uber oder Spuren für Leute, die praktisch, wo mehr als eine Person im Auto sitzt, sozusagen aus ökologischen Gründen. Und dann gibt es Autobahnen und da geht man auch nicht davon aus, dass man muss dann nicht ständig links und rechts gucken, passiert jetzt was. Aber man macht es doch als Autofahrer. Und in komplizierteren Bereichen, die wirklich so in den Städten sind, ist das ganz schwierig, sozusagen so ein sicheres, selbstfahrendes Auto zu machen. Und das hängt dann eben an der AI und das liegt daran, dass die AI noch nicht so weit ist, sozusagen den Fuß zu analysieren, der auf der Waage steht. Ja, und das erklärt vielleicht auch dieses Forschungsgebiet, was so, sag ich mal, explosionsartig wächst und Erkenntnisse produziert, weil ja beispielsweise ganz, also wirklich viele Autohersteller jetzt irgendwie was Selbstfahrendes irgendwie in den nächsten Jahren tatsächlich auf irgendwie zur Serienreife bringen wollen, sei es LKW, sei es Auto. Teilweise gibt es ja so Einparkhilfen und solche Funktionen schon. Und da wird es noch wirklich einiges zu klären und zu erforschen geben, um technische Lösungen zu finden und eben so ein Reasoning zu programmieren oder irgendwie möglich zu machen, stelle ich mir extrem kompliziert und schwierig vor. Also man spricht also von Levels 1, 2, 3, 4, 5 für Autonomy, also für autonomes, wie autonom kann ein Fahrzeug sein, und die höchste Ebene, da sind wir einfach noch nicht so weit. Also auch wenn Elon Musk sagt, dass seine Tesla-Software praktisch schon nah dran ist, aber es funktioniert nicht zu 100%. Ich meine, bei den selbstfahrenden Autos gibt es natürlich noch, genau, das ist auch so eine ethisch, wo ich dran arbeite oder gearbeitet habe, auch mit vielen anderen Wissenschaftlern, mit Soziologen und Philosophen zum Beispiel. Bei den selbstfahrenden Autos ist es speziell, man kann auch argumentieren, ja, auch wenn die jetzt nicht perfekt sind und solche extremen Ausnahmefälle nicht richtig auf den Griff bekommen, retten die natürlich mehr Leben oder könnten sie unter Umständen mehr Leben retten als ein normaler Fahrer, der dann eben nicht so gut ist im Schnitt. Ja? Und das wird natürlich, man führt eine Technologie nicht dann ein, wenn sie 100% sicher ist, sondern wenn sie vielleicht sicherer ist und sicher genug, aber hauptsächlich sicherer ist als die Technologie, die man hat. Und ich hatte das in einem Podcast mit Trevor Pinch, der Soziologe ist in Cornell und solche Sachen untersucht hat im Rahmen von der Dissertation von seinem PhD-Studenten. Und die haben zum Beispiel untersucht, wie die Flugzeuge, als sie so in den 50ern wirklich rausgekommen sind, dass viele, viele Leute dann mit diesen Propellermaschinen über den Atlantik geflogen sind und diese großen Zahlen von Passagieren, wie ist das so eigentlich entstanden? Und viele Flugzeuge sind einfach abgestürzt. Das war also zu Anfang nicht sicher, aber das war erstmal die einzige Möglichkeit, schnell natürlich über den Atlantik zu kommen. Und trotzdem gab es die Technologie. Und dann gab es immer wieder Probleme. Und viele Leute wissen das gar nicht mehr. Und ein Problem, was ich ganz spannend fand, war, dass die Ingenieure haben einfach gesagt, okay, wir bauen da jetzt Fenster ein. Und die Fenster waren ein bisschen eckig. Die waren nicht so rund, nicht so wie die runden Fenster jetzt. Jetzt sind sie in fast allen Fliegern, insbesondere Passagierfliegern, sind sie rund. Und früher waren die eckig, warum nicht? Und der Grund, das Problem war, weil die eckig waren, haben die so Spannung an den Ecken erzeugt, in hohen, dadurch, dass eben Druckunterschiede natürlich groß waren in so einem Flugzeug. Und dann gab es so kleine Mikrorisse und ganz selten ist deswegen mal ein Flugzeug abgestürzt. Und das haben die dann irgendwann analysiert, dieser Effekt von den eckigen Fenstern, dass es auch eigentlich nur an den Fenstern liegt und nicht das Problem im Aluminiumlicht sozusagen im Wesentlichen. Und dann haben sie einfach auf runde Fenster umgestellt. Und das Problem, dass die Flugzeuge dann aufgrund der Fenster abstürzen, war dann irgendwie nach ein paar Jahren sozusagen gelöst. Und dann kamen später natürlich die Turbinen und andere Sachen. Und dann, wir hatten ja auch letztens Probleme dann, dass immer wenn es ein neues Modell gibt, eine komplett radikale neue Technologie, kann es natürlich dazu führen, dass Leute ihr Leben verlieren. Und das ist tragisch und das muss man
unter allen Umständen vermeiden. Aber wenn man in die Historie guckt, war es immer so, dass Technologien immer eingeführt worden sind, obwohl Leute dann eben gestorben sind. Und dann hat man daraus gelernt und ist einen Schritt weitergegangen. Kann man diskutieren, ob man den Fortschritt deswegen komplett abschaffen will. Aber was man nicht vergessen sollte, ist, dass wir jetzt ja schon so viele neue Technologien hatten und wir haben aus diesem ganzen Prozess gelernt. Und deswegen haben wir auch unser Kontrollsystem in Europa zum Beispiel, in den USA und praktisch überall in jedem Land der Welt. Und da muss man eben aufpassen, dass wenn eine neue Technologie kommt, dass man auch mit den entsprechenden Experten von Soziologen, von den Technikern, von meinetwegen den Physikern, von den Wirtschaftswissenschaftlern und von anderen Bereichen, dass man die vielleicht mit einbezieht in Entscheidungen, damit solche Sachen nicht passieren. Und teilweise ja. ist das der Fall und teilweise halt nicht. Und das ist dann mehr oder weniger tragisch. Genau, vielleicht ist das auch eine gute Zusammenfassung so gegen Ende. Also einerseits, wie man dann von technischen Fragen ganz schnell auch zu ethischen Fragen kommt, auch bei technischen Entwicklungen, Artificial Intelligence, da geht es ja auch ganz oft um, sag ich mal, Akzeptanz der Gesellschaft. Wie sehr sind wir einfach auch bereit, sag ich mal, zu sagen, okay, ich lenke nicht mehr selbst, sondern ich lasse lenken und ich akzeptiere das, wenn selbstfahrende Autos und Objekte einfach sich in meinem Straßenverkehr mit mir gemeinsam bewegen und ich kann das akzeptieren oder eher nicht. Sag ich mal, diese Punkte Technologie, Evolution und uns alle sozusagen auch mal mit im Blick zu behalten. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall verschiedene Ansätze, diese Fragen zu klären und auch sozusagen die verschiedenen Themen im Blick zu behalten, wenn man Lösungen vorschlägt oder diese Perspektiven analysiert. Genau, also herzlichen Dank, Jan. Ganz, ganz spannendes Gespräch. Also wir haben so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wo du herkommst, so vom Denken, wie du so deinen Weg gefunden hast, was dich aktuell so beschäftigt und ja, welchen Nutzen auch wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft so haben und haben könnten, wenn wir uns eben mit diesen Fragen beschäftigen, Technologie, Ethik und, sag ich mal, guten Entscheiden unter diesen Bedingungen. Ja, sehr gerne.